Vorbereitungen für einen Gottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort. Nicht die Gläubigen eilen zum Altar, sondern der Altar kommt zu ihnen. Russische Missionare unterwegs im eigenen Land. Drei Moskauer Priester und ein Kirchenchor. Als Missionare nicht im Ausland zu arbeiten, sondern in der Heimat, ist vielleicht paradox, aber nun mal das Ergebnis unserer Geschichte. Wir beginnen wieder mit der Christianisierung Russlands und der Menschen, die hier leben. Es ist morgens 7 Uhr. Der Zug hat die Station Slomino erreicht, 800 Kilometer östlich von Moskau. Hektischer Aufbruch, denn im Dorf werden sie schon erwartet. Die russisch-orthodoxe Kirche ist über 1000 Jahre alt. Orthodox stammt aus dem Griechischen und bedeutet rechtgläubig. So nennen sich all jene Kirchen Osteuropas und des Vorderen Orients, die sich von Rom lossagten und einen eigenen Weg in Lehre und Kult entwickelt haben. Die russisch-orthodoxe Kirche ist die größte unter ihnen. Wochenlang haben die Einwohner von Slomino gebetet und gehofft, dass die Eisenbahnkirche auch zu ihnen komme. Wie viele Menschen in der tiefen russischen Provinz fühlen sie sich von Moskau und dem Rest der Welt vergessen. Nur die Ältesten unter ihnen können sich noch daran erinnern, eine so prächtige heilige Prozession erlebt zu haben. Auch in Slomino gab es einst eine Kirche. Doch 1938 wurde sie von den Sowjets geschlossen, wie fast alle der rund 60.000 russischen Gotteshäuser. Das Land erhielt eine neue Religion, den Kommunismus. Und das Dorf einen neuen Tempel, das Kulturhaus.